Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kettle & Crops hier auf meinem Kanal. Im letzten Livestream-Versuch, ja, kann man es ja nur nennen, habe ich mir hier das Gespann aus dem Deutz V7250 TTV Warrior mit 298 PS, dem Ioskin Cobra und dem, ich muss lügen, Terrasock genommen und wollte eigentlich das Feld 46 mit Gärresten, nicht mit Gärresten, mit Mastbullengülle versorgen. Aber mein Internetanbieter hatte da was dagegen, so dass das leider nicht geklappt hat. Deswegen werde ich mich an das Feld jetzt trotzdem ranmachen. Eben diesmal als Video. Und dann hoffe ich, dass ich am Montag, da muss ich jetzt kurz überlegen, wann das, was das für ein Datum ist, die anderen beiden Felder noch mit Mastbullengülle versorgen kann. Am 19. Montag, der 19. Da probiere ich es eben nochmal mit einem Stream. Weil, wie gesagt, wenn die Leitung da gerade keinen Bock hat, meine Daten durchzulassen, dann macht das alles keinen Sinn. Genau, ich hatte das ja im Video bzw. im Stream schon berechnet, dass man mit 30 Kubik ausbringen Rate auf einen Wert kommen, so dass wir nicht ganz so häufig nachfahren müssen. Und ich werde vermutlich, habe ich mir überlegt, für das Maislegen die Hammer Corn King einfach zur Hand nehmen, weil ich da im Prinzip die Unterfußdüngung nutzen kann, um eben eine Überfahrt zu sparen. Eine Mais-Ausbringtechnik habe ich eben momentan noch keine eigene, sodass es ja prinzipiell auch die Möglichkeit besteht, eben entsprechend großes Gespann nutzen zu können. Was mir bei dem Cobra sehr gut gefällt, ist dieses Schauglas, dass ich das füllt. Ich mache mal das hart aus hier. Nein, das wollte ich nicht. So, das wollte ich. So, dass man hier schön sehen kann, wie sich das Schauglas füllt. Ich hätte mir beim Herstellerseitig noch gewünscht, dass man hier auf der anderen Seite direkt noch einen Füllanschluss hat. Das Cobra hat jetzt nur links einen, aber okay. So ist das halt jetzt erstmal. Wenn das Fass dann voll ist, habe ich mir auch überlegt, werde ich nicht parallel zur Feldkante fahren, sondern ich sag mal ein bisschen ein paar Grad von der Feldkante ab. Das zeige ich euch gleich, wenn wir dann oben sind. Und wie gesagt, ich ringe immer noch mit mir, ob ich noch ein weiteres Feld kaufen soll oder ob ich es einfach lasse. Das wäre jetzt noch an der Zeit, eins zu kaufen. Ein bisschen später macht es dann keinen Sinn mehr, wenn dann schon die ersten Früchte auf den anderen Feldern stehen, weil dann ist es einfach zu spät. Also entweder ich kaufe es jetzt noch oder am Ende der Saison vielleicht. Mal schauen. Bin ich echt. Ziehen wir mal schon durch. Da bin ich echt hin und her gerissen, wie ich es am besten mache. So, angekommen am Feld. Ich werde auf jeden Fall hinten beginnen. Und zwar hatte ich mir überlegt, ich werde das so einfahren. Ich habe ja hier das Vorgewende quasi parallel zu der Feldkante hier rechts von mir gepflügt und oben genau dasselbe.
ich jetzt erstmal die Ausbringmenge wieder auf 30.000 einstellen. Und das war natürlich schon ein Klick zu viel. Genau. Mit dem Field Guided System werde ich arbeiten. Und zwar werde ich mir eine ganz, ganz kleine Überlappung einbauen, weil das funktioniert nämlich hier. Ich werde auf 5,18 Meter arbeiten. Da habe ich theoretisch eine Überlappung von 2 cm. Genau. Schalten wir den ganzen Zauber noch ein. Tempomat rein. Senken ab. Und da geht die wilde Fahrt ab. Ich werde mit ungefähr 7-8 km/h fahren. Kubik ist jetzt nicht die größte Menge, die man hier ausbringen kann. Aber wie gesagt, von der Rechnung her ziemlich gut passend zu dem, was wir brauchen. Meine Katze ist auch gerade wieder da hier. Die bittet um Liebe und rennt mir natürlich direkt wieder vom Monitor rum. Der Klassiker. Und ich hatte offscreen schon mal probiert, also mit bei 30 Kubik Ausbringrate komme ich ungefähr 4 Bahnen hin. Der hat einen ziemlich großen Nachlauf. Der ja, Kraftheber am Fass hinten. Das heißt, hier kann man schon echt einige Zeit eher einsetzen und auch ausheben. Spiegel auf dem Feld während der Fahrt einstellen macht keinen Sinn. Momentan gehen die Bodenwerte auch noch. Wir schauen gleich mal rein, wenn ich unten bin. Es ist, glaube ich, nahezu keine Feuchtigkeit in der Oberfläche, so dass wir hier ganz, ganz entspannt drüber fahren können. Schauen wir mal kurz ins Feldmenü rein. Da sieht man schon, die Werte, die werden langsam besser. Und ja, Oberflächenfeuchte haben wir gerade 0,8 Liter pro Quadratmeter. Ist also auch schon ein bisschen was mit reingekommen. Wir schauen uns die Karte nochmal kurz an. Da müssen wir mal schnell auf das Feld klicken. Genau. Hier können wir schön unsere Bahn sehen. Wie gesagt, nahezu parallel zu der Kante, okay. Und da werde ich jetzt hier meine Bahn fertig weiterziehen. Ich schätze, ich komme hier tatsächlich vielleicht mit 3-3,5 Fässern hin. Das Ganze kostet natürlich auch wieder Geld. Denn unsere Bullen, die haben, ich weiß gar nicht, wie sind bei 8.000 Liter oder 10.000, das ist noch nicht wirklich viel, nicht mal ein Fass voll. Das bedarf also alles noch ein bisschen an Zeit.
Aber das ist ein sehr, sehr cooles Gespann. Ich zeige den ausnahmsweise nochmal von außen. Also wie gesagt, das ist ein Mod vom Deutzfahrer. Den haue ich auch wieder in die Videobeschreibung mit rein. Fast 300 PS das Teil. Radgewichte hinten. Und in der gewohnten Qualität vom Deutzfahrer. Da braucht man wirklich echt nichts dazu sagen. Die kann man ungesehen runterladen, die Teile. So, jetzt sieht man hier schon im Schauglas, ist nur noch unten das Rechteck voll, aber sind dennoch 33, nahezu 30% im Fass drin. Das heißt also, hier kommen wir echt eine ganze Weile hin mit dem Teil. Wenn ich mich dann um die anderen beiden Felder kümmere, werde ich auf jeden Fall mit Zubringer arbeiten. Wie gesagt, das ist dann für Montag für den Stream geplant. Und ja, dann sollte relativ zeitnah, ich denke maximal in einem Versatz von einer Woche, sollte auch schon die Aussaat beginnen. Und beim Zubringen habe ich habe ja wie gesagt offscreen schon mal probiert, da habe ich zum Beispiel für mich festgestellt, dass es am meisten Sinn macht eigentlich, wenn man das Stapelfass als Zubringer nimmt, das kann ja 18 Kubik fassen, wenn man eben dort auch maximal die 13 Kubik, wie eben hier in das Cobra reinpassen, nutzt, denn wenn die 18 drin sind, dann fährt er wirklich erst los, wenn das leer ist. Das heißt, man fährt hier an den Zubringer ran, überlädt, hat dann 13 Kubik im Cobra drin und im Zubringerfass sind aber noch 5 Kubik drin. Und das ist insofern nicht ganz so cool, weil man da natürlich darauf angewiesen ist, wenn die Strecke relativ groß ist, bis der wieder da ist, zu warten, dass er an den Abholort fährt und dann wieder zurückkommt. Da geht einiges an Zeit ins Land und deswegen werde ich den dann immer nur mit der Maximalfüllmenge von dem Fass füllen lassen. Wird dann wahrscheinlich dadurch halt einfach 3, 4, 5 mal mehr fahren als ja, eben so, aber das ist halt das Beste, um möglichst viel Zeit sparen zu können. Ich fahre jetzt wieder auffüllen. Mach das Feld gleich fertig und jo, bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr irgendeine andere Taktik, eine andere Herangehensweise habt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge oder im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.